oft, würde ich sagen, Instagram, wo ich halt auf neue Produkte aufmerksam gemacht werde. Also dann kaufe ich halt auch öfter mal was, was ich vielleicht gar nicht geplant habe. Lass mich da halt einfach so ein bisschen inspirieren. Zum Beispiel über TikTok fällt es mir momentan auch so viel auf, dass einfach TikToker, die gar nicht mal bekannt sein müssen, das einfach posten, weil sie ein neues Produkt gefunden haben und das dann so viral geht, dass es mich erreicht und ich mir dann denke, sollte ich mir mal angucken. Am Laptop oder so sind es ja oft eher irgendwie nervigere Geschichten, finde ich, die man dann schnell mit dem X wegklickt. Bei Instagram ist das halt irgendwie so ein bisschen smooth versteckt eingebunden. Dann nimmt man das erstmal gar nicht so wahr, als wäre das wirklich Werbung und ist dann schon eher sowas, wo ich sage, okay, ich klicke jetzt doch mehr drauf. Versuche immer so, mein Instagram so klein wie möglich zu halten, weil ich finde, das ist schon auch sehr so Reizüberflutung. Deswegen stöber ich da eher immer durch und wenn ich was Interessantes finde, dann informiere ich mich da ein bisschen mehr drüber. Ist es jemand, der jetzt ein Produkt bewirbt, weil er tatsächlich von dem Produkt überzeugt ist? Und dann ist mir das auch egal, ob er dafür bezahlt wird. Oder ist es jemand, der jetzt einfach ein Produkt bewirbt, was er eigentlich quasi nie selbst getestet hat und es jetzt nur bewirbt, weil gerade halt Geld dafür gezahlt wird? Das finde ich immer ein bisschen schwierig zu differenzieren. Das heißt, ich folge dann halt Leuten, die ich vorher schon authentisch fand. Instagram wird ja oft so verteufelt, aber ich glaube, das kommt halt immer so ein bisschen drauf an, wem man sein Follow schenkt. Oft auch einen ganz anderen Background haben vom Wissen, wo die ganz andere Einblicke hat. Da finde ich, ist es wirklich was Sinnvolles.